So, ja, hallo hier mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, Let's Play Together, nee, wie? Ich, mit dem Conchulio auf jeden Fall. Hallo! Wie auch immer das jetzt, So, mit unseren zwei Char. Conchi hat jetzt einen kleinen Tick wieder mehr Einblick ins Spiel, denn er spielt ja noch einen anderen Charakter. Hoffe ich zumindest, dass er einen kleinen Tick mehr hat. Nee. Nee? Ja, nee, ja, nein, weiß ich halt, aber ja. Nee, aber es macht schon Laune, wa? Okay. Ich hätte beim Märtyrerwald meine persönliche... Du hast doch deine persönliche Quest hier hinter uns in der Stadt, oder? Die da weitergeht. Moment. Könnten wir die ja mal weitermachen. Nee, ich müsste, da müsste ich hin. Sogar ist, da in... Moment. Mit STRG könntest du es posten. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Okay. Stimmt, es fällt mir auf, ich habe auch mein Mikrofon, wenn wir ein Let's Play Together machen, immer viel zu nah an mir. Muss ich jetzt da hin oder wo muss ich jetzt hin? Ich sollte mal hier. Vielleicht soll ich. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen. Folge mir! Okay, warte. Und? Hörst du mich? Warte mal. Ich muss mal hier. Boah, das wird voll gut. Vor allem, sowas in der Aufnahme zu machen. Ja. Anstatt das sofort zu machen. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja? Das ist hervorragend. Jetzt ist nämlich das Mikrofon nicht mehr in meinem Blickfeld und es ist weiter weg und ich schreie nicht direkt rein. Jetzt bist du da. Hörst du mich noch? Ja, Moment. Nee, wo bist du? Da. Da bist du. Okay. Alles klar. Das ist tot. Muss aber raus, glaube ich, oder? Sag mal, was bist denn du hier für ein Ego? Ich heb mal hier den Typen auf. Ja, du bist doch schon dabei, oder? Ja, er könnte doch mehr, dann geht's schneller. Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Entschuldigung. Denk doch mal nach. Hier sind Champignons. Was war das? Oh, da ist noch ein Punkt drin. Da müssen wir rein, um den... Da können wir noch einen Punkt entdecken. Ich kann den Kadaver plündern. Ich ruckel noch mal an mein Mikro. Das ist noch ein bisschen... Ah, jetzt könnte es vielleicht... Okay, oh fuck. So, okay. Dass ich auf die Idee auch noch nicht früher gekommen bin. Oh, ein Veteran. Ein Stufe 10 Veteran. Der könnte uns das Genick brechen. Ach was? Doch, könnte er. Ich glaube, es tut er auch. Mir. Machen wir mal erst den Kleinen dahinter. Adrenalin steigt an. Da ist noch ein Veteran. Okay, und da ist eine Truhe. Erst den Kleinen. Was macht denn der? Der blockt. Ach ja. Gewinne Adrenalin. So, gib mir was Feines. Trinkst du gerade? Ja, ne? Nein? Wieso? Das hat sich so... Nichts? Bitte, dieses Schwert habe ich. Du kannst bestimmt einen Dreizack benutzen. Ich schick dir mal an. Will die Leiche plündern. Den Kadaver habe ich geplündert. Den Kadaver, mein Junge, den Kadaver!
Was hab ich denn hier für Rüstung einstecken? Ach, ein Schild muss ich ja nochmal benutzen, oder? Hier muss ich aber ja gar nicht hin. Ich muss da raus. Ich muss da draußen hin. Ja, aber wir haben doch... Ja, das ist ja schön und gut, aber deswegen haben wir doch jetzt hier trotzdem erstmal... Ja. Da war eine Truhe. Ich will noch mal weitergucken, dass da noch eine ist. Oder irgendwas. Ah, hier, genau. Deswegen waren wir doch hier wegen diesem Erfolgspunkt. Deswegen wollte ich doch da rein. Alles gut, jetzt können wir raus. Da ist nichts mehr drin. Oder möchtest du den Veteranen hier noch töten? Ja. Hatte ich vor. Au. Ich glaube, ich sterb. Ja, Quatsch. Ja. Verstärkung. Schäbe ich? Sanitäter. Gewinne Adrenalin. Okay. Ich kann nicht atmen. Raus hier. Ich lieg da. Okay, jetzt raus hier. Nichts wie weg. Hinter uns. Ach komm, einfach durchlaufen. Go. Yep. Schmerz. Oh, das tut weh. Ihr habt eine Erfolgstruhe erhalten. Was willst du von mir? Oh. Na egal. Hast du Erfolgstruhe, dann hast du deine tägliche Quest jetzt wahrscheinlich beendet. Nee, anscheinend. Keine Ahnung, ich lieg hier tot, du Stinken. Ja, belebt sich wieder. An der Wegmarke. Ja, irgendwie mal den. Noch mich ja nicht ganz weg. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß. Mystische Münze, Glück und ja. Flüssiges Karma. Oh, ah, und ja, ein ja. Lorbeer. Ja. Und ein Silber. Lü, ein Silber. Lü. Ich bin reich. Ich habe mich auch total an den falschen Ort teleportiert. Wir hätten ja dahin gemusst. Entschuldigung. Hm? Wohin denn? Okay. Alles klar. Und diese Schwarzlöwentruhen, wie öffne ich die? Da brauchst du solche Schlüssel, die kannst du entweder im Shop kaufen oder mit etwas Glück für einen Kartenabschluss. Oder bei den Dailies ist manchmal auch eine dabei. Also jetzt gerade okay. Diese Truhe, die du geöffnet hast, da ist manchmal so ein Schlüssel dabei, recht selten. Bei den monatlichen Erfolgen kann auch dabei sein und ich glaube für einen Kartenabschluss. Wenn du hier halt alles komplett hast auf so eine Karte. Oder ansonsten kaufen, oder wie? Ansonsten für teures Geld kaufen. Da ist jetzt aber auch nichts so Tolles drin. Nicht falsche Götter. Ich bin bereit, diese bösen Burschen hier auszuprobieren. Ich brauche nur ein paar Freiwillige. Ach da. Nee, die stand, oder er stand vorne, da vorne. Ja, und dann ist er in meine Richtung. Ach, egal. Ja, Ruhe. Ihr seid also mit Lucia befreundet?
Ich höre, ihr bringt eine neue Waffe zum Testen. Alle drei Tribune wachen mit Argusaugen über euch. Ihr solltet also besser gute Arbeit leisten. Was ist es denn? Die Waffe heißt Geisterlaufmuskete. Was für Tests habt ihr geplant? Lucia sagte, man könne damit Geister erledigen. Kann's kaum erwarten, sie in Aktion zu sehen. Mein Trupp ist unten in den Ruinen, bereit, auf mein Zeichen Geister herauszutreiben. Wir locken einzelne Wellen von Geistern in den Feuerbereich, diese Schlucht da, und ihr nehmt sie unter Beschuss. Klingt vernünftig. Bringt mich in Position, dann jagen wir Geister. Bringt mich in Position, ist auch ein bisschen sexistisch, oder? Haltet die Geisterlaufmuskete bereit. Ach, die hast nur du. Okay. Oder? Nee. Und sie sind auf dem Weg. Glaub schon, keine Ahnung. Ja, ich hab sie nicht. Dort kommt Wrack. Mit vielen Geistern im Gefolge. Vorsicht an der Bahnsteigkante! Der Geisterzug läuft ein. Adrenalin aufgefüllt. Okay. War noch einfach, oder? Auch wenn ich hier eher sinnlos Tasten drücke. Ja, aber du musst kaputt machen. Also nur du machst da wirklich Schaden. Ich mach da. Aufgepasst! Gefühlt weniger. Ich habe Kundschaft mitgebracht. So schick. Kimbre kommt. Kimbre kommt. Wer ist denn Kimbre? Das ist hier mein bester Freund hier, Leute, den ich hier habe. Da rechts neben uns. Werde verbluten. Ich habe aber eine gewaltige Range damit, wa? Hm. Habe ich ein bisschen schnell? Beeindruckende Arbeit, Boss. Fast so gut wie Magie. Die Muskete hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Aber wir müssen mal sehen, wie sie sich in einer weniger kontrollierten Kampfsituation bewährt. Das ist leicht. Dringt weiter in die Ruinen ein. Dann habt ihr so viele unkontrollierte Kampfsituationen, wie ihr nur wollt. Perfekt. Wir kämpfen uns da rein und schnappen uns eine Trophäe, um zu beweisen, dass die Geister uns nicht aufhalten konnten. Das sollte den Tribun beeindrucken. Bei dir geht's auch wieder bloß ums Einschleimen, ne? Du willst auch einfach nur... Wie bitte? Nichts. Du willst dich doch nur einschleimen bei deinem Boss. Wer wurde denn von deinen ganzen Kameraden ausgelacht, hallo? Wer hat seinen Boss einfach getötet? War das ich oder was bist du? Dann weil ich angemacht und dann habe ich ihn getötet. So. Bist das du? Nee. Ja, nee. Das bin ich. Spürst das Adrenalin? Okay, wir laufen in die falsche Richtung, oder? Da, ja, aber da haben die Geister haben halt angegriffen. Ja, du kannst ruhig vorlaufen, du musst nicht auf mich warten, ne? Ja, was weiß ich, was du da hinten. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Immer noch da, wo ich. Wo. Alles gut.
Tieren kenne ich mich nicht aus. Aber wenn es eine Tier so geht das. Bauen, weiß ich. Wow. Also Nahkämpfer sind einfach mächtig. Ja. Macht halt so Laune irgendwie so. Bam, bam, bam. Auf jeden Fall, ja. Ich hab mal Squid-Ration probiert. Das erste Untersuchung. Wir müssen irgendwie jetzt genau da rein oder irgendwie was holen, ne? Ja. Ich blute. Weggerotzt. Haben wir das Artefakt schon, oder? Ich nehme an, wir müssen die erst hier noch... Adrenalin aufgefüllt. Also, und jetzt leuchtet's auf. Ja. Nimm die Fackel. Ich freue mich, jawohl. Na, jetzt geht bestimmt, jetzt geht wieder was schief. Jetzt kommen die ab, ja. Ach nee, das soll zu berichten. Okay. Lasst mich ran. Ihr habt Außergewöhnliches geleistet, Legionär. Die Eisenlegion ist stolz auf euch. Ihr werdet eine Belobigung erhalten, das verspreche ich. Eine Belobigung für euch, eine neue Waffe für uns. Die Blutlegion hat schon Pläne, wie man das Ding einsetzen kann. Du hast gebaut und wer benutzt? Wartet mal, Brimstone. Asche kann diese Waffe besser gebrauchen als eure Schläger. Ha! So blöd, dass das nicht eure Entscheidung ist. Eisen hat die Waffe gebaut. Also trifft Eisen auch die Entscheidungen. Ah, nein. Demonstriert, wie ihr die Geisterlaufwaffe einsetzen wollt. Doch nicht dem die Entscheidung überlassen. Das auswerten und wählen kann. Wir treffen uns im Exterminatus Hauptquartier. Bringt euer Geschütz mit und eure besten Manieren. Ich hab nur beste Manieren. Was ist los mit dir? Okay, du musst wahrscheinlich wieder zurück. Ich denke mal. Dann können wir ja vielleicht vorher meins noch machen. Moment. Der Zonkoff? Der was? Der Zonk? Kann das sein? Ja, der Zonk. Ja, was, wo? Welcher Zonk? Zonkovic. Wo? Gilde. Moment. Überall, bitte. Ja. Das Abbild! Haltet es auf, bevor es die Statue zerstört! So, wo geht's lang? So, man folge mir. Ja, ich folge Ihnen, junge Dame. Ist das der oder welcher ist das? Welcher wer? Zonkov? Ja? Zonkovic aus Alots? Na gut, das wollte ich ja wissen. Ja. Unser Zonk. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, der war auch schon seit Januar oder so hier nicht mehr eingeloggt. Ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Ja, jetzt kommen sie wieder alle. Sind wir in einem Aufnahmekanal? Muss.